Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Technik Project Red V2. Eine ganz wichtige Sache. Er ist wieder zurück. He's back. Unser guter Street Digger 2. Yeah! Ja. Servus und danke nochmal, dass ich wieder hier sein darf. Für mich war das selbstverständlich. Ja, für mich leider nicht. Okay. Wir gehen aber dann gleich nochmal drauf ein, weil ganz so ohne darfst du natürlich nicht wieder zurück. Du kriegst schon noch eine Aufgabe von uns. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben noch den Dosch 41 hier. Hallo. Und den Trivolo. Guten Tag. Crazy will noch zu uns stoßen, der kämpft noch mit seinem Launcher. Ja. Aber ich denke, das kriegen wir in den Griff. Und zwar, wir befinden uns gerade bei Dosh und bei Crazy in der wunderschönen Behausung hier. Ja. Hübsch. Sollte hübsch. Eine Pagode darstellen. Ist ehrlich gesagt sehr hübsch geworden, muss ich schon sagen. Danke. Und wir haben natürlich eine Aufgabe heute. Denn der Trivolo wollte mit uns zusammen, aufgrund seiner Mechanism-Affinität, uns mal den Teleporter von Mechanism ein bisschen näher bringen. Deswegen befinden wir uns gerade beim Dosh und wir werden bei ihm mal ein bisschen Kabel anschließen. Und wir werden noch eine Kleinigkeit bauen und die werden wir noch anschließen. Und dann kommt der Trivolo gleich zu uns mit ein bisschen Teleport-Utensilien. Wollen wir dann vielleicht das bei dir hinstellen? Dann komm mal mit. Einmal rausgehüpft. Haben wir ja schon noch ordentlich was gebaut. Ich glaube, du bist zum ersten Mal bei uns, ne? Ja, also ich glaube, ich habe nur mal so nebenbei reingeguckt und ab und zu mal eure Videos reingeguckt. Also dann hier auf den Elevator. Was ich noch nicht verstehe ist, warum ihr hier... Oder habt ihr das jetzt übereinander gebaut? Das haben wir jetzt übereinander gebaut. Okay, gut. Dachte mir schon so, irgendwie das kam mir komisch vor. Ja. Ja, hier ist nun unsere kleine Technik-Ecke. Becker, willst du uns mal kurz zu dir porten, weil Street steht hier auch noch neben mir. Wir sind hier soweit durch. Ich sollte dich auch richtig schreiben. Ich sollte vielleicht auch den richtigen Namen wählen. So. Dankeschön. Und den guten Street mir. Ha, da bin ich. Noch sehe ich keinen. Kurz bewegen. Wie war das da? Und oh, Crazy kommt auch noch dazu. Supi. Ja, endlich. Juhu. Mal gucken, wie lange das Glück anhält. Da ist gleich wieder der Surfer weg. Oh, schick. Nein, das wollen wir doch vermeiden. Gut. Jo. Wir brauchen eine Kleinigkeit. Das ist so eine kleine Aufgabe jetzt für den Dosh und für den Crazy. Und zwar brauchen wir den kleinsten Energy Cube, den Basic Energy Cube von euch. Der ist... Moment, ist das wirklich der Basic Energy Cube? Ja, das ist der kleinste. Da haben wir ein kleines Problemchen. Das habt ihr wahrscheinlich nicht alles da, nehme ich an. Ah, das ist doof. Wir probieren es einfach mal nur mit dem Kabel. Warte. Wir probieren es einfach mal nur mit Kabel. Und zwar, wo wollt ihr denn das Teil stehen haben? Das Portal. Das Portal, da hat man jetzt eigentlich oben einen kleinen Raum vorbereitet, aber wenn wir noch den Strom brauchen, dann... Ja, den Strom kriegen wir dann schon hoffentlich irgendwie verlegt. Also. Zur Not schmeiße ich euch die Kabel hin und ihr versucht das dann irgendwie... Nehmen wir an zweimal, genau. Komm mal mit rüber. Dann haben wir schon einen kleinen Raum vorbereitet, extra neben dem Portal. Reicht das hier an Platz oder? Hallo? Scheiße. Connection lost. Ich unterbreche mal die Aufnahme und schau nach, was los ist. Ja, kennt man ja. Ether-Portal. Okay. Haben wir die Aufnahme wieder gestartet? So in etwa wird das Ding auch aufgebaut. Warte mal, wie viel hat das Ether-Portal? Eine Kleinigkeit ist daran anders. War, hat das Ether-Portal hat ja ein 2 Breiten. Und der Teleporter, der hat einen Einbreiten. Nicht variabel vielleicht? Also das ist zumindest die Grundvoraussetzung, die ich kenne. So,
Und dann könnt ihr euren, oder kannst du deinen Zuschauern ja zeigen, Teleporter-Frame. Naja, erstmal das Rezept, Teleporter-Frame. Genau. Jo, bin dabei. Teleporter-Frame. Hier haben wir's. Oh. Bisschen Obsidian-Ingot und ein bisschen Obsidian-Ingot und in der Mitte ein Glowstone-Ingot, den man entweder im Alloy-Smelter herstellt. Gab's da nicht noch eine andere Variante? Ja, im Osmium-Kompressor. Da musst du den vom Mechanismus abwarten. Okay, sehe ich jetzt hier nicht das Rezept. Müssen wir vielleicht mal gucken, nicht, dass das Rezept verloren gegangen ist. Nee, ich hab's gerade offen. Sehe es hier. Also im Osmium-Kompressor mit einem Osmium-Baren und einmal Glowstone-Dust. Ah, okay. Ja, jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Okay. Es gibt aber auch noch eine Kleinigkeit, die du da jetzt noch nicht so ganz richtig gesagt hast. Und zwar, es handelt sich hierbei nicht um normale Obsidian-Ingots, denn die Obsidian-Ingots aus Mechanismen sind andere als andere. Ja, man könnte Refined Obsidian nehmen aus Gregtech. Mhm. Die kriegt man im Induction-Smelter hin mit Refined Obsidian-Dust und Sand. Und an den Refined Obsidian-Dust, ich gehe mal den Mechanismenweg, da kommt man ran, indem man in diesem Metallurgic Infuser. Ja, man weiß, was ich meine, denke ich mal. Also diesen Infuser, da haut man Diamond Dust rein und pulverisiertes Obsidian bzw. Obsidian Dust. Dann kommt dabei Refined Obsidian Dust raus. Mhm. Und das Ganze wird dann einfach nur nochmal durchgebrannt und wird dann wahrscheinlich Obsidian Dust Tinkers Construct. Wird als solches angezeigt. Mhm. Ja, weil das ist, ja, das ist nicht was auch immer, das ist eine kleine Gemeinheit da drin. Wenn man es jetzt nur brennt im ganz normalen Ofen, kommt auch nur ein Obsidian-Ingot raus. Man muss es tatsächlich noch einmal durch den Osmium-Kompressor jagen. Dann kommt da das richtige Obsidian erst raus. Den Fehler musste ich mir auch eingestehen, den ich gemacht habe. Okay. So, und dann baut man das Ganze, indem man hier einfach, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau. Einmal 9. Ein Frame. Passt, wackelt und hat Luft. In der Mitte, der unten bleibt frei. Da schaust du dir jetzt mal den Teleporter an. Brauchen wir vier Schaltkreise, vier Steel Casings und den Teleportation Core. Teleportation Core aus Atomic Core, bisschen Lapis, bisschen Gold und einem Diamanten. Genau. Gut. Und ist straightforward, sag ich mal, Mechanism. Ja, unterm Strich drei Diamanten, passt, kann man nehmen. So, genau. Kommt in der Mitte. Alt, das ist der falsche. Entschuldigung, ich habe den falschen ausgewählt gehabt. Kommt in die Mitte. Schön, gucken wir. Formschön. Genau, formschön. No link found. Und wie wir sehen, wir sehen nichts, keine Energie. Genau. Wir machen jetzt mal einen Link. Idle. Wir haben jetzt einen Link. Bei mir steht das Portal mit der ID-Nummer 2. Ja, bei mir auch. Nein, bei mir in der Basis. So habe ich das gemeint. So. Jetzt könnte man durchgehen und würde bei mir landen. Das Ganze wäre dann jetzt aber One-Way. Ich teste es mal. Nee, du kannst dann nur von meiner Seite aus hier rüberkommen. Also, die Seite, die Energie hat, nehme ich mal an, oder? Richtig. Ah. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, man schmeiße mir doch einfach mal, oder ist sie hier drin? Ah, hier, Advanced Energy Cube. Den schnapp ich mir mal, den hau ich mal da unten rein. Dann müssen wir noch mit dem alten Hämmerchen, müssen wir den ganzen noch richtig rumdrehen. Genau, die Platte nach oben. Und dann hauen wir da ein Advanced Universal Cable, das ich gerade noch auf Tasche hatte. Das hauen wir da einfach mal ran. Steht immer noch auf Idle. Lädt sich. Lädt. Bin laden. Langsam. Genau. Bin laden, ja. Ja, das ist jetzt halt ein Basic Cable, nee, ist ein Advanced, aber das ist halt nur ein Basic Cube. Der gibt jetzt nur 3,2 Kilojoule per Tick aus und ich glaube, speichern kann das ganze Ding in 7 MJ oder so. 8, das 9 ist ein Advanced MJ. Cube, wenn ich dich korrigieren darf. Okay. Mit Basic fangen wir doch nichts mehr an. Nein. So, normalerweise dürfte man jetzt durchgehen können. Ready. Wow. Genau. Ich wollte gerade sagen, der hat einen Stein da gelassen. Ja. Hier einen Stein. So, und wenn man durchgeht, landet man bei mir. Frage ist natürlich dann, wenn wir jetzt noch einen Teleporter aufbauen,
Wie sieht das dann aus? Dann müssen wir doch theoretisch hier eine andere ID eingeben, oder täusche ich mich da? Richtig, weil jetzt sind diese beiden Portale miteinander verlinkt und es gibt den typischen Fehler, wow, dass man aus dem Spiel fliegt, aber gleich komplett. Tschüss, Rivolo. Game crashed. Tschüss. Muss der wahrscheinlich die Chance gerade mal laden. Weiß ich nicht, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis ich wieder da bin. 160 Mods wollen ja auch gerne erstmal geladen werden. Genau. Der lädt sich jetzt hier, steht zumindest wieder auf Idle. Und die andere Frage ist, kann man das Ding steuern? Hier steht was von Energie und mit Shift M kann man teleporting players to various locations. Ja, das kann man jetzt so oder so rumlesen, nicht? Was sagt denn das gute Wiki zu dem ganzen Teil? Denn Mechanism hat ja auch noch ein Wiki. Der letzte geht. Mal gucken. Noch jemand aus dem Spiel geflogen? Okay. Ich bin noch da. Okay. Wo ist denn der? Rein, was? Wahrscheinlich gar nichts, wie ich mein Glück kenne. Teleporter. Und sagt uns, ein Teleporter Core is required to craft the portable Teleporter. Teleporter or Digital Miner. Sehr gut. Das sagt uns natürlich wieder mal gar nichts aus. Wie sollte es auch anders sein? Was natürlich jetzt noch die gute Frage ist, ob man das Ding umstellen kann, was das Ziel anbelangt. Oder was passiert, wenn man ein zweites Portal hinsetzt? Ja gut, das müsste ja so funktionieren wie bei einer Telefonnummer, denke ich mal. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Trivolo, hattest du noch irgendwas gemacht mit dem Teleporter? Hattest du ihm noch irgendwas gegeben unten? Eine Nummer? Ja, da kannst du eine Linknummer einsetzen. Wenn du den Teleporter anklickst, dann steht da ein Link drin. Ja. Hier stellen. 2000. Moment. Genau, genau. Und das ist halt jetzt auf beiden 2000. Okay, den kann man umstellen. Jetzt verstehe ich. Ja. Gut, bei 2 sobald dann die richtige Nummer drin ist oder eine Nummer, wo das Portal dann auch ein Gegenportal hat. Genau, dann verbinden die sich. So sehe ich das, ja. Richtig, deswegen war mein Gedanke, dass wir wahrscheinlich zwei von den Teleportern bauen müssen pro Station. Was ich vor der Aufnahme noch angesagt hatte. Einer, der halt dauerhaft eine Eintritts-ID behält und einer dann halt, wo dann immer die entsprechende Nummer gewählt wird. Jetzt verstehe ich auch genau, was du meinst. Das sollten wir uns vielleicht mal als Alternative, weil das wäre, glaube ich, fast ein bisschen einfacher, wobei einfacher mittlerweile auch nicht mehr, das Thema Enhanced Portals nochmal bei Gelegenheit anschauen. Weiß natürlich nicht, ob das günstiger ist. Günstiger wahrscheinlich nicht. Wenn ich das hier schon sehe, weil das geht, Block of Quartz, bisschen Stone, Eisen. Weil da hat man ja noch das sogenannte Dial-Device gehabt. Das ist eine echt gute Frage, ob das was bringt oder nicht. Oder du machst es so, du lässt dann bei jedem so ein Tor stehen, machst dann irgendwo mitten auf der Karte so ein Portalraum, wo du dann erstmal hingeportet bist durch ein Portal, was dann fix ist und dann eben zu den anderen Spielern kommst. Achso, nee, du brauchst auch wieder zwei Portale. Richtig. Ja. Ich glaube, jetzt habe ich es erst kapiert. Aber ist egal. Aber so in etwa müsste es dann sein. Ja, du brauchst aber immer zwei. Ja, das ist Riesenaufwand irgendwo. Das ist kein Riesenaufwand. Der Aufwand ist eigentlich verhältnismäßig klein. Ja gut, aber wenn die dauerhaft an sind, ich weiß nicht, wie viel Energie die ziehen. Das kann ich auch nicht sagen. Das können wir doch einfach mal. Der ist jetzt voll. Jo. Also momentan zieht er gar nichts. Also dauerhaft zieht er nicht. Okay, dann gehe ich mal durch und guck mal, wie viel er gezogen hat. Ups. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, warte. Moment, warte. Au! Bitte schön. Ah, gut. Entschuldigung. Danke. Wollte dich nicht verhauen. Bevor ihr mich noch umbringt. Na! Och, ja. Ja. Spring!
Ja. Also, ja. Das waren 1,34. Steht immer noch 1,34. Okay. Also das scheint nicht so das Thema zu sein, wenn er mal, ja, das ist die Frage, wenn er, braucht er die Energie nur, wenn er sie einmal aufbaut? Spannendes Thema. So, ich habe jetzt erstmal hier auf der anderen Seite das beendet und wähle jetzt nochmal an. Oh, nö, die 5 Megajoule, die bleiben. Bist du bei mir? Ja. Er wird auch dauerhaft versorgt. Da gibt's keine Lücke. Achso, okay. Er wird hier von... Hier zieht er ehrlich gesagt nichts ab. Also nicht so viel, dass man sich jetzt Gedanken machen müsste drüber. Naja, ich meine, das ist eine willkommene Alternative zu Enhanced Portals halt. Mhm. Jetzt hat er sogar was abgezogen, nachdem Dosch ist durchgegangen, glaube ich, ne? Ja. Ja. Ja, genau. Also jetzt hat er ein bisschen was abgezogen, es war aber ehrlich gesagt nicht viel. Waren 10.000 Joule, hätte ich gesagt. Okay. Wisst ihr, was ich gerade festgestellt habe? Ja. Was hast du denn festgestellt? Man braucht nur ein Portal. Was, warum? Man geht durch, kommt wieder zurück. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel, du willst jetzt von Tribolo zu dir zurück. Ja, so, ja, bin ich gerade. Ja, Moment. Ja, egal. Dosch ist aber dabei, sich woanders hin zu wählen. Wo kommst du denn dann raus? Genau. Ja, man müsste dann halt einen Raum machen, wo alle Portale stehen. Brauchst du trotzdem noch einmal zwei. Ja. Genau. Ja, du das brauchst ist sonst... zurück. Du ja. brauchst immer ein Pärchen. Du brauchst immer zwei Portale, die zueinander synchron sind. Kennst du das Spiel Labyrinth der Meister? Nee. Nee? Solltest du mal spielen. Es ist in etwa so, das gleiche. Okay. Oder crazy, anders. Ich sag nur Portal. Ja. Ja? Gutes ja, genau, Beispiel. Ja. Alter, was geht denn hier ab? Oh, guck mal hier. Zombie-Party? Ja, Zombies zum Abschlachten. Party. Und die schauen alle eure Villager an. Ja. Die Villager, das sind nur noch zwei. Sind sie überhaupt nicht gestört? Jetzt weiß ich wieder, was ich schon seit Wochen machen wollte. Wir wollten uns ja mal eine Magnum-Torch machen. Huch. Ja, eine Magnum-Torch wäre da hilfreich, hätte ich gesagt. Hm. Wenn ihr die Inkredenzien braucht, die habe ich noch. Oh, haben wir bestimmt noch. Okay. Also ich würde sagen, das sollte es für heute mal für den Teleporter gewesen sein. Wir werden uns da noch ein bisschen Gedanken drüber machen müssen, wie wir den vielleicht dann noch aufbauen oder vielleicht uns noch einen Portalraum oder irgendwas noch dazu setzen. Aber in diesem Sinne würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn die Folge nicht gefallen hat, Daumen nach unten. Anregungen, Kommentare und sonstiges, ab in die Kommentare. Und immer dran denken, wir kriegen das gebacken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.